Hallo und herzlich willkommen zu Samcard und ein weiteres Video. Heute geht es um das Spiel United Kingdoms Penguins. Hier geht es zum Beispiel nicht wie typisch bei Siedler um Menschen, sondern hier geht es eigentlich um Pinguine. Ja? So, wer es noch nicht kennt, ich habe damals mal ein Demo gespielt, wo es noch als Demo war, wo es noch nicht kostenfrei war. Ich weiß, es gab damals schon Probleme. Ich habe sogar auch Giveaway-Keys dafür bekommen. Eben für diese Demo und zu diesem Zeitpunkt war es halt noch nicht kostenlos. Deshalb gab es viele Probleme bzw. viele Meckerköpfe, die gesagt haben, ja, du verteilst hier kostenlose Spiele und sowas alles. Zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, wo ich die Giveaways bekommen habe, wo ich das Giveaway gemacht habe, war das Spiel noch nicht draußen. Man konnte die Demo nur exklusiv als Beta-Tester testen und dementsprechend ist eben dieses Missverständnis zustande gekommen. Aber ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr diese Keys bekommt, euch bei dem Entwickler zu melden und könnt dementsprechend den Beta-Key zu einer Vollversion umwandeln lassen. Und das war auch deswegen der Grund, warum ich es als Giveaway gemacht habe. Und ja, und zweite Frage für die Meckerköppe: Wieso sollte man für ein kostenloses Spiel Keys bekommen? Habt ihr jemals für Demos oder kostenlose Spiele Keys bekommen? Ich glaube nicht. So, deshalb. Allein daran merkt man schon, dass es eigentlich der Key dafür da war, um eingelöst zu werden. Und wenn es kostenlos wäre, kriegt man keinen Key. Ja, also, aber egal. Gut, Schmarrn drüber. So, genau. Also, für alle, die das damals noch nicht wussten von dem Spiel, wir haben damals, wie gesagt, die Demo getestet. Da konnte man die Vollversion eine Stunde lang testen. Beziehungsweise ein Zyklus, ja, man hat ja auch eine Zeit und ein Jahr konnte man es sozusagen testen in Spielzeit, ne? Also jetzt nicht in realer Zeit, sondern in Spielzeit ein Jahr und danach war leider das Spiel vorbei und ja, war eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben heute die Vollversion jetzt bekommen und testen die auch gleich, mal gucken, vielleicht gibt es Neuerungen und so weiter und ja, genau, also wer es wie gesagt noch nicht kennt, für den machen wir jetzt ganze Prozesse hier nochmal durch. Es sind wie gesagt Königspinguine, die sind hier vom Klimawandel betroffen und müssen jetzt sozusagen oder sind zumindest durch irgendwelche besonderen Verhältnisse, sind sozusagen schlauer geworden, bauen sich jetzt hier was auf und wollen sozusagen den Klimawandel sozusagen umgehen mit gewisser Technologie, ne? So, und es ist so ein kleiner Appell an die Leute, die zum Beispiel, für Klimakrise halt, ne? Deswegen hat man so das Spiel erfunden, da plädiert man mehr so auf erneuerbare Energie und so weiter alles. Und das ist, glaube ich, eher so der Sinn oder der Appell des Spiels, ne? Und Gefahren sind hier halt die Wale, ja, die Wale und eben die Robben, die diebischen Robben, ja? So, soll auch ein gewisser Wink sein, ne? Wale, ne? Wale werden meistens bezeichnet für Leute, die viel Geld haben. Und diebische Robben sind so meistens so ein Symbol für, ja, Leute, die halt gerne mal Ideen klauen oder irgendwas anderes klauen, ne? Also, es ist nicht nur süß, es hat auch einen kleinen Hintergrund, warum das Spiel gemacht wurde. Und genau, wir starten einfach rein. Genau. Tutorial, muss ich mal gucken. Ne, Tutorial hatten wir ja schon. Sind wir in der Folge noch drin? Nein, leider nicht. Aber, naja, okay. Option, wir müssen leider die Musik wieder rausmachen. Ne? So. Gut. Wir starten mit einem neuen Stil. Ein neues Spiel starten. Schwierigkeit, machen wir einfach einfach. Wir wollen entspannt spielen, ja? Entspannt. Was ist hier? Die Menge an diebischen Robben, die deine Siedlung aufsuchen. Ja, wie gesagt, wir machen das erstmal ganz entspannt, ne? Karte 1. Oh, es gibt mehr Karten. Okay, cool. Mhm. Für die nicht schlecht, ne? So in der Mitte. Okay, gut. So, weiter. Oh! Kann ich das Profil aussuchen? Konnten wir das bei der Demo auch schon? Das weiß ich gar nicht, ob wir das sogar schon konnten. Das ist natürlich knuffig. Die Melone. Ja, eigentlich mögen wir den Hintergrund. Ja, hier Türkis, ne? Okay, Name. Machen wir natürlich Somcut, ist ja klar. So. Okay, Spiel starten. Es ist wie gesagt wie Siedler ungefähr, ne? So kann man sich das vorstellen.
So, und wir gucken mal. Also, dies ist ein toller Ort. Okay, wir können sogar überall schon hin, aber wir machen erstmal hier die Mitte. Das Siedlungsgröße ist das Anfangsgebäude platzieren. Genau, Anfangsgebäude. Man startet erstmal mit Anfangsgebäude. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Q. R. R ist, genau, R. So, das ist Konstruktionshütte. Das ist die Hütte, wo nachher die Leute sich treffen. So. Lagerhaus machen wir natürlich in der Mitte, ist auch ganz wichtig. Kleines Nahrungsmittellager gleich daneben. Die Apotheke, falls sie krank werden. Und die Schatzkammer für das ganze Geld. Das klauen natürlich nachher die ganzen Robben. Glaube ich. Weiß ich jetzt nicht. So, weiter geht's. Obdachlos, genau. Die brauchen jetzt alle Hütten. Neue Aufgabe. Natürlich, also man kriegt auch Aufgaben, ne, zwischendurch mal und muss die sozusagen machen. Da kriegt man sozusagen Bonusbelohnung, ne? So. Reputation ist nämlich wichtig. Da kriegt man, glaube ich, neue Pinguine und kann dann auch irgendwelche Forschungszweige noch irgendwie so machen. Irgendwie so war das. So, Fischkutter, baue Fischkutter, Dock, baue Windturbine. Ja, müssen wir mal gucken. So, also, wir müssen aber erstmal Hütten bauen, wohnen. Kinderhaus, genau, hinten zu. Kinderhaus, da kommt natürlich. Das ist für die jungen Pinguine. Da werden sie sozusagen wie eine Art ausgebildet. Und Hütten sind auch ganz wichtig. Die stellen wir auch mal hier zwei Stück hin. So, Konstrukteure, man muss natürlich hier die Arbeiter zuweisen. Hier machen wir natürlich gleich zwei Leute. Muss ich hier noch irgendwo welche zuweisen? Nein. Okay. Schneeblock, genau. Das muss ich auch noch alles bauen. Schneeblock. Produktionsgebäude. So. Konstrukteur, da haben wir. Lagerhaus haben wir. Nahrung, Medizin. So, jetzt kommt Fischkutter, genau. Dann gibt es nämlich Essen. Oh, da kommt schon die erste Robbe. Die will schon das erste Mal von was klauen. So schnell geht's. Ne? Vor allem ganz entspannter Modus. Ne? Noch nicht mal 5 Minuten kommen die Scheißviecher schon an. So. Okay. Hier machen wir erstmal die zwei rein. Die brauchen natürlich, glaube ich, auch Strom. Eissperrturm brauchen wir noch nicht. Hier ist Windturbine, genau. Die brauchen nämlich auch Strom, die ganzen Dinger. Ja, machen wir erstmal einmal hier einmal hin und einmal hier hin. Oder machen wir hier hin? Ja, wir können die auch hier hin machen. Genau, zack. So, dann machen wir noch ein paar Wege. Auch ganz wichtig. Zack. So. Dann können die nämlich besser laufen. Dann haben wir hier noch so. Zack. Zack. So. Na, nämlich auf diesen Flächen können sie mich besser laufen. Oh, ey, schon die zweite. Guck dir das an. Von wegen entspannt. Na, ist ja sehr entspannt. Man muss sehr, sehr schnell machen. So, obdachlos sind noch 4 Stück. Wie viel passen denn hier rein? Drei. Also muss ich noch zwei Hütten bauen. So. Genau, hier sind die Forschungspunkte. Dafür sind die Forschungspunkte, um sozusagen neue Gebäude freizuschalten. Ein Eissperrturm. Warte, wir brauchen irgendwie noch was anderes. Fischkutterdock, haben wir eins. Der braucht natürlich Strom. Was ist hier? Kinderhaus ist drinne. Wir haben 5 Kinder. Okay. Genau. Obdachlos schon wieder. Da. Also es kommen echt viele, muss ich sagen. Produziere Grill, kommt noch so. Nicht genügend Lebensraum. Ja, wir machen mal neues Le neuen Lebensraum. Ansonsten haben wir den Rest eigentlich schon gebaut. Die brauchen natürlich auch Strom, ne? Das ist natürlich auch ein bisschen alles hier ärgerlich. So, wir machen die jetzt hier hin. So. Sollte passen.
Genau. Okay. So, na du baut mal hier. Was machen wir als nächstes? Noch eine Forschungseinrichtung brauchen wir. Die kann mal hier hinkommen. Da drehen wir das Ganze einmal. So. Super. So, Eissperrturm wäre natürlich auch nicht schlecht. Können wir sogar auch noch bauen. Der braucht natürlich auch noch Strom. So. Und damit haben wir sozusagen erstmal den Anfang gemacht. Hier machen wir gleich zwei rein. Ich tue einen Schutz eines Verteidigungsturms. Ja, da müssen wir später noch einen Verteidigungsturm bauen. Verteidigung gegen Killerwale. Der macht auch Verteidigung gegen Killerwale, okay. Aber ob der reicht, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Ob der reicht. Wir lassen mal noch ein bisschen Platz für einen anderen Turm. Obwohl, brauchen wir eigentlich nicht. Wir bauen mal zwei Türme. So. Jetzt brauchen wir so langsam, aber genau, Aufgabe ist abgeschlossen. Kriegen wir Reputation. Und genau, hier sehen wir das auch. Na, hier können wir die auch noch verteilen, die Leute. Zwei sind noch untätig, das heißt, wir haben noch zwei Platz. Paarung ist erlaubt. Man kann sie auch ausstellen, ne, um zur Überbevölkerung zu verhindern. Genau, Hütte, also wir hätten noch zwei Platz. Also können immer fünf Kinder können kommen. Aber es kann jetzt auch passieren, dass jetzt ein sechstes kommt und ich natürlich dann für diese Pinguine keinen Platz habe. Deswegen machen wir mal Paarung aus. Ne, weil es sind schon fünf drin. So. Hier, wir hätten jetzt noch für die noch zwei Platz. Theoretisch müssen wir noch ein Häuschen bauen. Damit wir die 15 dann auch aushalten können. Aber wir brauchen so langsam auch noch andere Dinge. Wartet mal. Was macht der denn? Der macht nur Nahrung. Wir brauchen aber noch andere Dinge. Essensstand, da essen die. Wir brauchen Fischerdock. Nee, das brauchen wir nicht. Kräutersammler, ja. Kräutersammler brauchen wir auch noch. Was mir letztes Mal ausgegangen ist, ist der Müll. Der Müll ist mir letztens ausgegangen. Und Metall. So, neue Aufgabe. Was willst du von mir? Kinderhaushütte. Okay, produziere Grill. Ja, können wir doch annehmen. Das schaffen wir doch locker. So, aber ich brauche natürlich noch mal eine Hütte. Hat das noch Reichweite? Nein. Okay, da fehlt natürlich wieder Strom. Das ist natürlich gar nicht so gut. Aber es ist nicht schlimm. Wir kriegen hier auch noch vielleicht noch ein bisschen Strom drin. Schauen wir mal. Dann können wir nämlich hier drüben auch noch was hinbauen. Das ist auch nicht so schlecht. So, machen wir mal lieber so ein bisschen entfernt, oder? Oder machen wir es hier hin? Ja, Aufgabe abgeschlossen. Das ging ja schnell. So, machen wir das hier hin. So, zack. Genau, machen wir noch einen kleinen Weg hin. So. Zack, zack. Und schon passt das. Das können wir auch gleich mal verbinden. Zack. So, wo war denn eigentlich mein Geld nochmal? Da ist mein Geld, okay. Da drüben. Hier ist mein Geld. Reputation, Bildung, Zufriedenheit. Ja, könnte natürlich noch ein bisschen besser sein. Aber kein Problem. So, hier muss noch eine Straße hin. So, auch hier muss noch eine Straße hin. Können wir nicht gleich ringsrum bauen, wa? Zack. Ja. So. Hier wird auch noch eine Straße. So. So. Genau, das können wir hier auch gleich verbinden. So. Gut. Genau, und dann gibt es auch noch eine Kryo-Dings irgendwie, damit die nicht krank werden.
Ne, das ist nämlich auch noch ganz wichtig. Verstehe ich auch nicht, warum eigentlich in so einem Eisgebiet die Viecher krank werden können. Warum die jetzt unbedingt noch mehr Eis brauchen. Aber ist okay. Gut. Oder sie haben es geändert. Ich weiß es nicht. Kann natürlich auch sein, dass sie es komplett geändert haben. Ne? Sie scheinen ja auch so ein bisschen das hier geändert zu haben. Kriel. Sieht gut aus. Haben wir auf jeden Fall. Reserviert. Okay, auf Lager. Gut. Neue Aufgabe. Baue Forschungsanrichtung und produziere Wissenschaftspunkte. Kriegen wir auch hin. Genau. So, Schneeblockformer. Das ist natürlich für die Türme ganz wichtig. Kräutersammler. Da ist der Kühler. Genau, damit sie nämlich nicht krank werden. Das ist natürlich das, was ich nicht verstehe. So, neuer Campingrampe. Genau, damit, das ist, glaube ich, der Ruf. Umso mehr Ruf ich habe, umso mehr können Neuankömmlinge kommen. Man kann sie aber auch paaren, ne? Das ist hier für den Spaß, das brauchen wir nicht. Wir brauchen erstmal Schneeblockformer tatsächlich und Kräutersammler. Ist eigentlich jetzt beides wichtig. Wir machen erstmal den Kräutersammler. Da ist der Ozeanmüllsammler. Den brauche ich natürlich auch. Also danach machen wir Schneeblock. Ne? Ganz, ganz wichtig. Wir müssen dann auch so langsam mal ausweiten hier. Schauen wir mal. So, was mit dem? Achso, der hat noch keinen Dings. So. Schneeblock, genau. Wir müssen Schneeblöcke formen, damit wir so eine Spitzen nämlich bauen können. Ja. Oh, wir können überproduzieren. Okay, wir können sogar überprojizieren. Sehe ich gerade. Ah. Ja, mach mal ruhig 20 hier. Falls es wirklich mal eng wird. Ist das natürlich nicht so schlecht, wenn wir denn 20 schon haben. Das war früher nicht so. Also man konnte wirklich nur 14 bauen, ja, und nicht 20. Das war gut. Oder man kann eigentlich so viel bauen, wie man will hier anscheinend. Das ist gut. Ah, guck mal, da. Oh, mit einem Schuss. Nicht schlecht. Kann natürlich auch an der Schwierigkeitseinstellung natürlich liegen, dass die jetzt mehr Schaden fressen. Ne? Also früher war es so, die haben, glaube ich, 15 Schaden nur bekommen. Und das war auf normal. Also es war schon echt heftig, muss ich sagen. Und bei so einer Gruppe kommen nachher noch 5 oder 6, 7 Stück so. Ne? Also das ist schon ganz schön heftig. So, Aufgabe abgeschlossen. Super. So, Wissenschaftspunkte, genau. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was wir noch so bauen können. Schatzkammer brauchen wir nicht mehr. So, Kräutersammler, genau. Das brauchen wir. Kräutersammler. Kann ich den hier irgendwie noch hinbauen? Das hat mich schon immer so ein bisschen gestört, der Platz. Ne? Dass die Gebäude so ein bisschen echt so groß sind und... Da muss ich sagen, das hätte man ein bisschen besser vielleicht machen können. So, hier hat er auch noch Strom, aber muss ich drehen? Nee. Hat kein Wasser? Ah, hier, okay. Na gut, machen wir das hier hin. So, gut. Robbe wurde getötet, damit kriegt man sozusagen Geld. Schneeblockformer, ganz wichtig jetzt. Und dann auf jeden Fall den Ozeanmüllsammler. Der macht nämlich... die Stiefel, also Müll, sammelt der. Und wo ist Dings gewesen? Metall? Ach, hier, ne? Recyclingstation? Nee, macht das zu Holz? Ich brauche natürlich auch mal noch Metall. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also man hat natürlich auch noch haufenweise, ne? Entwicklungsstufen, das ist schon ganz schön. So. Und um Reputation zu sammeln, ne, hat man verschiedene Aspekte. Ist alles so ein bisschen wichtig. Und, genau. Durch diese Punkte bekommt man halt irgendwas, ne, und, kann sozusagen aufsteigen in dieser Entwicklungsstufe. So, hier sieht man es irgendwo. Ja, genau. Um Rang stattzuhalten, brauche ich eine Reputationspunktzahl von 1500. Da sind die Reputation da. Und Reputation bekommt man halt wirklich, wenn man Aufgaben abgeschlossen hat, wenn die Leute sich wohlfühlen. Ja. Deswegen. So. Okay.
Na, baut ihr jetzt hier oder nicht? Genau, wir haben den 8. Warte mal, den können wir auch gleich bauen. Ticke Kräutersammler. Ne, Kräutersammler haben wir. Wir brauchen, wo ist es? Warte mal, was hat eine neue Aufgabe? Schneeblockformer, genau, Schneeblockformer. Den brauchen wir, den suche ich auch gerade. Da ist er. Da. Der braucht natürlich auch wieder Strom. Aber das reicht, wenn der hier ist. Kriegen wir den hier reingepresst? Nee. Kriegen wir natürlich auch nicht reingepresst. Kriegen wir den hier reingepresst? Nee. Auch nicht. Gut, hier kann man natürlich für Wasser lassen. Den macht man hier rein. So. Gut, Schneeblockformer. Genau. So, jetzt kommen sie wieder. Schieß ab. Wo ist der? Ah, jetzt holt der Ressourcen, Junge. Auch nicht schlecht. Ich habe doch dafür eigentlich meine Lieferleute. Da müssen die sich selber so ein Zeug holen, ne? Krass. Okay. Gut. So, jetzt haben wir soweit alles. Das ist gut. Arbeiter. Haben wir... Wie viel haben wir denn noch untätig? Das ist die gute Frage. Ach, hier stand das noch. Untätig, kein mehr. Okay. Gut, das heißt, wir brauchen jetzt langsam wieder neue Leute. Beziehungsweise die müssen langsam größer werden. Mhm. Die müssen langsam größer werden, die kleinen Pinguine hier. So. Weil hier fehlt nämlich auch ein Arbeiter. Dann müssen wir nämlich einen rausziehen. Wo können wir denn einen rausziehen? Das ist eine gute Frage. Wo können wir jetzt einen rausziehen? Weil wir brauchen nämlich Kräuterdings. Na gut, wir ziehen mal den raus. 3 Bauarbeiter reichen, glaube ich. Verteidigung ist ganz wichtig hier in dem Spiel. Also da würde ich schon 2 nehmen. Vor allem, wenn hier ein Wal nachher kommt. Hier zum Beispiel fehlt auch wieder einer. Ne? Also das wäre dann natürlich schon blöd, wenn jetzt einer kommt. Aber kann man nicht ändern. Ist halt so. Wir brauchen wirklich ganz viel Nachwuchs. Ne? So, wir können wieder forschen. Ozeanmüllsammler, ja, auch ganz wichtig. Aber wir brauchen eigentlich jetzt erstmal Leute. Ne? Ja, vielleicht machen wir mal so eine Neuankömmlings-Dings, ist vielleicht auch nicht so schlecht. Und hoffen, dass wirklich neue Leute kommen. Wo war's denn? Da, Neuankömmlingsrampe, genau. Die brauchen nämlich auch Wasser und kann natürlich auch angegriffen werden. Nun abgeschlossen, super. So, wir gucken mal, ob das hierhin passt. Ja. Hier passt es sogar rein. Sogar noch verteidigt. Aber wie das? Ach, so eine riesen Reichweite? Nee. Ja, hier wäre das schon nicht schlecht. So. Genau, und dann kommen die nämlich hier. Der wird verteidigt von dem Ding. Alles super. So, machen wir hier noch kurz Ding. So. Das auch. Verbinden alle schön. So. Damit die Wege einfach alles kürzer sind, ne? So. Ja. Ansonsten, bis jetzt sieht es ganz gut aus. So, so, so. Zufriedenheit geht auch langsam hoch. Das ist auch top. Genau. Da müssen wir aber, wie gesagt, noch Kühler haben, sonst werden die nämlich krank. So, 3,1. 3 Pinguine kommen in 3,1. Ne? Okay. Haben schon 3 Pinguine eingeloggt. Die kommen erst in 3 Monaten. Das ist schon ganz schön. Ist echt heftig. So, Bau-Eisperrturm haben wir. Super.
Gut. Also man kann natürlich auch auf die Missionen warten, die sind so ein bisschen Anleitung. War früher nicht so, ja, also früher waren nicht so viele Missionen, sondern eher so, ja, Anfangsmissionen. Und meistens war das so, du hast schon eigentlich alles gebaut und dann kamen so Missionen, da musst du das nochmal bauen, ja. Also so wie jetzt, dass das schon erkennt, dass du das schon gebaut hast, war es früher nicht. Ja, deswegen, es hat sich schon eines gebessert, finde ich auch gut, dass daran weiterentwickelt wird. Hier ist schon wieder so eine Robbe. Die wird aber hier rüberlaufen. Da wird der Turm die ganz schnell erledigen. So, jetzt sollte er erkennen. Ja, er erkennt's. Zack. Bam, der auch. Super. Super, super. So. Das läuft gut. Aber wie gesagt, wir brauchen jetzt dringend Arbeiter. Die kleinen Kiddies sollten mal langsam hier wirklich mal auswachsen. Sonst haben wir echt ein Problem. Kräuter sind auch genug da, das ist gut. Deswegen, wir brauchen eigentlich gar nicht so jetzt Kräutersammler. Aber falls sie alle mal krank werden, ist das schon nicht schlecht, ne? Weil zwei Stück, also die nehmen sogar Medizin schon, damit sie nicht krank werden. Gesundheit 0%. Ah, jetzt, okay. Okay, ihr seht es hier, ne? Die gehen ganz schön runter, die Gesundheit, weil eben, wie ich schon meinte vorhin, ohne so ein Kryo-Dings, Kryotom. Oh, ausgewachsen. Jawohl, super. Jetzt habe ich mehr Arbeiter. Klasse. Da können wir gleich mal. Habe ich so ein Kryotom schon gebaut? Deswegen, das, was ich meinte, dass sie in der Kälte nochmal nur mehr Kälte brauchen, um nicht krank zu werden, ist vielleicht vom System her ein bisschen blöd gemacht. Also von der Logik her würde ich jetzt was anderes irgendwie nehmen. Ja, zum Beispiel, dass vielleicht. Na gut, es geht ja um Erderwärmung hier, aber trotzdem, es ist ja kalt, ne? Egal. Vielleicht sollte man da auch nicht so viel hineininterpretieren. Okay. So. Neue Aufgabe. Frage, neue kann produzieren Grill. Okay, deswegen ist alles schon da. Kriegt dadurch sehr gut Geld. Das ist super. Wir brauchen. Habe ich das schon gebaut? Nein. Aber so ein Turm wäre trotzdem nicht schlecht, wenn ich dann nochmal einen bauen würde. Ah, der ist ja wieder raus hier, ne? Das ist schon echt ärgerlich. Aber wir brauchen ja eh jetzt zwei. Dann bauen wir den einfach nochmal hier hin. Denn wir brauchen. Na, es muss alles geschützt sein, wie gesagt, vor den Walen. Die Walen, die bleiben so lange, bis sie was kaputt machen. Das ist natürlich nicht schön. Genau, aber jetzt können wir wieder vier Bauer hier reinlegen. Gruppe von Robben kommt nämlich auch bald. Die wollen nämlich alle hier in das Lager. Das passt denn schon. So. Über Nahrung oder Material hat man schon einiges. Also das war damals auch nicht so. Damals war es echt wenig. Man hat jetzt schon ein bisschen mehr, damit man auch ein bisschen was tun kann, ne? So. Schneeblockformer. Reicht eigentlich einer. Wir haben genug Schneeblöcke. Gut, das klappt alles auch. Super. So, wir machen mal einen Kühler jetzt, damit die nämlich nicht so krank werden. Dekoration bringen natürlich Dings, ne? Wohlbefinden. Essensstand kombiniert man gerne mit Dekoration, damit die zur gleichen Zeit, wie gesagt, fröhlicher sind. Eislaufbahn ist zum Spaß, genau. Bringt 2 Punkte Zufriedenheit. Karussell ist auch wichtig, ist aber, glaube ich, eher für die Kleineren gedacht. Genau, für die Kleinen ist das gedacht. Dann wachsen sie, glaube ich, schneller. Trainermaschine mit Figuren von Leoparden und den jungen Pinguin zu ihrem Vergnügen reiten können. Genau. Aktive Kühler. Genau, bauen wir erstmal die Kühler. Ganz wichtig.
Damit werden halt unsere Leute nicht mehr so krank. Wo ist er denn? Da ist er. Die haben natürlich auch sehr wenig Reichweite, ne? Das ist eben auch so ein Ding. Verbrauchen so viel Platz, aber haben echt wenig Reichweite. So. Müll und Kunststoff, sowas hier. Kräutersammler, produziere Kräuter. Gut, das können wir auch machen. Und natürlich Energie. So, zack. Da haben wir schon einen. Das wäre natürlich hier nicht schlecht, ne? Aber da müssen wir nochmal einen Stromgenerator bauen. Wäre vielleicht eh nicht schlecht, wenn wir hier noch irgendwas hinbauen wollen. So. Genau, dann machen wir hier sowas hin und dann nochmal einen Stromgenerator. Ja, okay. Gut. Straße, Aufgabe abgeschlossen. So geht es langsam alles ein bisschen schneller hier. Das ist auch gut so. Hier können wir auch noch das mal so Pinguin reinsetzen. 20 erhöhen. So. Bauen wir ganz schnell. Gleich kommen die Pinguine. Die Robben. Gleich kommen die Pinguine. Alles klar. Ja. So, aber wie sieht es aus mit Straßen? Sieht das noch gut aus? Sieht noch gut aus. Okay. Sind alle verbunden. Super. Gut. Es wird hier Krios Dingsbums gebaut. Hier wird eingebaut. Genau. Also dadurch heilen die sich, glaube ich, auch wieder, wenn die da durchlaufen. Deswegen ist es halt schon wichtig, dass man wirklich so gut wie überall einbaut. Ja. Beziehungsweise hält es die Gesundheit auf. Das ist es, ne? Es hält die Gesundheit auf, runterzugehen. Ja, aber es, ja. Also sie brauchen auf jeden Fall die Kräuter hier. Die Medizin wird auf jeden Fall benötigt. So, aber man sieht es ja, Medizin kommt gut, aber das ist ja nur für die Lagerung da. Ne? Das heißt, wir brauchen noch einen, der sozusagen die Kräuter herstellt. Ne? Kräuterzüchter. Medizinhersteller, da ist er. Medizinhersteller. 450 Wissenschaftspunkte. Also es wird langsam immer knapper. So, Blöcke brauchen wir keinen mehr, der hat das genug. Essen klappt auch so gut. Wir haben echt viel auf Lager. Das passt. Ja, wir können aber nochmal. Jetzt können wir natürlich die Paarung wieder erlauben, ne? Bis wieder 5 Stück da sind. Und an sich können wir. Was können wir jetzt schon machen? Base, Dorfhalle. Dieses Gebäude kann genutzt werden, um Nahrung, Medizin mit dem Gold von König zu erbitten. Hier ist Hilfe für zu temporären Reparaturen, Strafpunkt. Ja, kann nur eine Hilfe gesucht. Ja, das ist natürlich so eine Starthilfe, aber ist natürlich nicht gut, finde ich. So, Ozean Müllsammler. Ja, das ist gut, das brauchen wir. Damit wir schon mal den Müll hier wieder zusammenkriegen. Was hier? Baue Kühler. Okay, produziert viel Kräuter. Das passt, das kriegen wir auch hin. Ozean Müllsammler. Da ist auch noch eine Reichweite, das ist gut. Kriegen wir auch noch hin. Wie sieht es hier aus? Kriegen wir das auch hier hin? Nein, hier ist wieder kein Strom. Hier wäre Strom, aber kein Turm. Wir machen das mal hier. So. Gut. So, Belohnung haben wir geschafft. Super. Kriegen auch wieder schön Geld. Können wieder Straße bauen. Zack. So. Wunderbar. Und ich finde, für so ein Riesending, ja, finde ich so ein kleines Gebiet echt wenig. Also da weiß ich nicht. Vielleicht kann man das noch verbessern oder sowas alles. Das ist schon, wäre schon nicht schlecht.
Ne? Weil die werden doch schon sehr schnell krank. Guck mal, es geht schon sehr schnell runter, finde ich. So, da reicht erstmal einer. Genau, so, zwei Mitarbeiter haben wir noch. Was können wir da machen mit? Ja, die können wir erstmal da reinstecken. Sammelt erstmal, bis wir sozusagen was Neues hier bauen können. Obwohl Karussell können wir auch bauen, aber es ist halt wieder eher nur für die kleinen. Schule ist auch wichtig. Dann, ja, können die 50% Bildung erreichen. Das heißt, sie können schneller arbeiten. Ja, das ist immer ganz wichtig. So, jetzt kommt es eigentlich halt auf die Forschung noch drauf an. Aber produziert sie eigentlich auch recht schnell. So, jetzt zeige ich euch noch die Herde, die dann ankommt. Damit ihr wisst, warum ich so viele Dinger baue. Karussell, baue Karussell. Okay. Gut, bauen wir mal schnell noch Karussell. Wir haben sogar auch ein kleines Kind schon, das ist gut. Und es braucht natürlich auch alles Strom, ne? Alles. So. So, und da das sowieso immer zur Medizin muss, ist das ganz gut, dass wir das hier hinbauen. Genau, so. Zeige ich euch das mal. Was passiert, wenn so eine Robbenarmee kommt? Oh, jetzt eine Gruppe von Robben nähert sich. Ja? Nähert sich. Heißt noch nicht, dass sie da ist. Sie nähern sich nur, ne? So, jetzt, da sind sie. Guckt euch das an. Jetzt sind sie da. Ne? Da sind schon mal drei. Da sind zwei. Guck mal hier. Zwei, vier, sechs. Überlegt euch das mal. Zwei, vier. Und das meine ich damit, ne? Also, ihr braucht schon ganz schön viele Türme. Und ob ich die jetzt alle platt kriege, das ist echt fraglich. Aber ja, zack. Jetzt geht's los hier. Und deswegen habe ich ja gesagt, 20 Dinger bauen. Und früher hat man wirklich mit einem so einen Speer nur 15 abgezogen. 15, überlegt euch das mal. Guck mal, die klauen mir natürlich ganz viel Nahrung. Na, aber hat geklappt. Ich habe alle besiegt. Wenn man natürlich alle besiegt, dann kriegt man natürlich auch ganz viel Gold dafür, ne? Freischalten Schule. Ah ja, das. Baue Schule. Ja, kriege ich hin. Na, okay, gut. So, das war wie gesagt so erstmal der Einblick von United Kingdoms Pinguins. Oder United Penguins Kingdom. Keine Ahnung, wie man das warum sagt. Ist jetzt auch egal. Genau. Das war das Spiel. Ja, es ist nicht schlecht. Es ist natürlich. Ja, ihr seht es. Ist natürlich sehr. Obwohl es ganz entspannt ist, kommt trotzdem noch ganz viele Leute. Also ganz viel Robben und sowas. Und wollen dich immer nerven, ne? Und umso größer das Ganze wird, umso mehr muss er natürlich auch machen. Und ich habe echt langsam befürchtet, dass eigentlich gar nicht so der Platz ausreicht. Aber egal. Kriegen wir hin. Ne? So, grafisch natürlich, braucht man nicht zu sagen. Ist natürlich eine schöne Augenweide, finde ich. Man kann auch ganz gut reinzoomen und sowas alles. Es ist eben so ein Aufbauspiel, ne? Mit Pinguine. So. Endeffekt, das Genre ist eigentlich nichts Neues. Ne? Vielleicht so ein bisschen ein paar Gameplay-Mechaniken, aber ansonsten ist es eigentlich immer dasselbe. Und ja, trotzdem, wenn euch das gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen hoch. Auch für ein Abo würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt oder allgemein von anderen Spielen sehen wollt, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerne mal sehen wollt. Auch kommt auf den Discord, da können wir ein bisschen quatschen und so weiter. Wir können auch gerne mal Multiplayer-Spiele zusammenspielen, wenn ihr das wollt. Ich bin offen für alles und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.